So. Ja. Viel habe ich jetzt nicht erfahren. Kann auch sein, dass, soweit ich das jetzt auch nochmal geguckt habe, dass es auch erst auf der Festung geht. Man selbst kann ja so eine eigene Festung erstellen oder gibt es ja. Nee, das ist halt für die Berufe etwas. Jetzt, genau, und diese ganzen Berufe, diese. Ja, aber du kannst ja mit dem der Typ, Produkte herstellen. Der Typ in dem Video stand bei irgendwelchen Druiden. Und ich glaube nicht, dass du auf deiner Festung Druiden hast. Ich habe nicht meine Festung. Das kann man aber da alles hinstellen, soweit ich weiß. Ich gehe jetzt erstmal auf diesen komischen Osten der Kartellbazar. Ja. Ey, beim Kuhmarkt wäre das doch eher. Wo ist denn der Kuhmarkt? Festungen und Kuhfähigkeit. Weiß das, glaube ich. Dort, da bin ich schon fast richtig auf dem Weg. Weil da hast du ja auch alles rund um deine Berufe und so weiter gefunden. Warum sollte es da doch nicht sein? Makro-Fernglas-Mission. Ach, das war die Scheiße mit dieser Kanalisation. Ne, die nehme ich nicht nochmal an. Hier ist was Abgerundetes. Keine Druiden. Hier sind Druiden tatsächlich. Dekorationsverarbeitungsdruide. Ingenieur. Das sind die Verarbeitungsdruiden, ne? Verarbeitungsdruide, genau. Syntech, Universal, Kriegs- und Industrie. Was? Ich geh zu Universal. Ich würde das gern öffnen lassen und nicht verkaufen. Oh, ich müsste mal wieder reparieren, sehe ich gerade. Erstmal alles reparieren lassen. Falsch, den wollte ich nicht, den da. Was immer ihr zusammenstellen möchtet, ich kann nicht euch helfen. Hä? Ich kann hier nur Sachen kaufen. Warte mal, das kann doch nicht sein. Kann ich das hier? Nö, geht auch nicht. Hä? Das sind auch nur wieder Berufe. Hier ist nichts drinne. Da ist, keine Ahnung, Ausrüstung, Belohnung, Gildenregister, nee. Will ich alles nicht. Was ist, wenn ich die Dinger verkaufe? Was bringen die mir? Das Beste sehe ich nicht ein. Wow. Hello, Mr. Gary. Oh, ich habe Chat-Gorni im Vordergrund. Hallöchen. Ich hatte den Chat-Gorni im Vordergrund. Nach da unten wollte ich jetzt, ne? Kartellbazar, genau. Vielleicht gibt es dort irgendeinen Druiden. Irgendwo muss es ja aufgemacht werden können. Ich will wissen, was da drin ist. Und das heißt Mr. Gunny, nicht Mr. Guy. Ich hab doch gar nicht gesagt. Ich hab Guy verstanden. Oh, sorry. Ich meine natürlich Mr. Gunny. Austausch. Das könnte man auch mal wieder machen. 10 Stück würden mir 1000 Geld bringen. Ich war das schon. Artefaktenmaterial. Edelstein zweiten Grades, nein. Nee, das gefällt mir alles nicht. Prototypmaterial, nö.
gefällt mir auch nicht. Premium-Material. Nö, gefällt mir auch nicht. Unterwelthändler, Kartellmünzenverwalter, Unterweltbörse. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Benutzen, ruf das Model eines FT6 Pike herbei, das dir folgt und dich auf deinen Abenteuern beobachtet. Nö, ist ja ein neues Haustier. Ich hab schon 4 Stück. Kreaturenzähmer, Gefährtenanpassung, Druiden, Gefährtentechniker. Mit denen konnte ich das letzte Mal nicht reden. Ich mache gleich ein Nickerchen. Ja, viel Spaß. Rufhändler. Hab ich Spezialgüter? Nicht überlang? Schwarz-grüner fortschrittlicher Kristall. Okay. Plus 16 Beherrschung fürs Lichtschwert. Und das andere war. Schwarz. Das ist das gleiche. Nur plus 41. Adleraugenkristall. Okay. Hab ich sowas? Rakul-DNA kann es denn ja, hab ich nicht. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten nicht. Waren. Das hab ich bleibt auch am nicht. Leben. Willkommen. Das hab ich auch nicht. Kannst du die einfach so öffnen? Nein. Geht okay. Nicht. Das wäre jetzt die peinlichste. Es steht ja da, das kann nur in einem Verarbeitungsdruiden umgewandelt werden. Ich bin halt einmal, den kann man entweder finden oder den hat man noch oder beschafft. Dann, wenn's Festung wäre, wo müsste das dastehen, wie bei dem anderen Rotz hier? Den ich immer noch habe, die verschlossenen Vorratskisten. Steht da Festung? Forschungsabteilung deiner Allianz, ne? Und das steht ja hier nicht. Da ist ja noch was anderes, eine Allianz. Wie genau heißen die Kanister jetzt? Das sind Universal MK1 Universal Fertigteile. MK2, MK3, MK4. Kann ich das vielleicht. Ich müsste plündern mal weiter leveln. Irgendwo muss es doch gehen. Ich kann dir sagen, was da drin ist. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich will es aber offen haben. Ach so, richtig. Und dann verkaufe. Weil das bringt mir mehr, als wenn ich jetzt so einen Kack-Kanister verkaufe. Die würden mir 100, 200, 400 und 400 bringen. Das ist ein Witz. Da will ich lieber den Inhalt verkaufen. Der würde mir mehr geben. Man kann es schon mal herstellen. Versorgungsgüter, nein. Galaktische Handelsmarkt, nein, Kampf ist eventuell noch bei Versorgungsgütern. Ich fliege jetzt hier nochmal ganz kurz rum und dann mache ich mich zum Raumschiff auf den Weg. Irgendwo muss es ja gehen. Also hier schon mal nicht. Wow, der Einzige sagt, wer eine richtig schicke Einrichtung haben möchte,
muss ich die universalen Fertigungsteile, was wir schon wissen, beim Universalverarbeitungsdroide eintauschen lassen. Die Universalteile kann man aus gegebenen Materialien herstellen, um hochwertige Einrichtungsgegenstände und Möbel zu bekommen. Das ist scheinbar, um irgendeine Festung oder irgendwie sowas auszuschmücken. Ja, aber dann möchte ich die ja trotzdem öffnen lassen können und nicht nur verkaufen. Ne, eintauschen. Öffnen wirst du die nie können. Du kannst sie gegen Verarbeitungsdinge eintauschen lassen. Warte mal. Das muss es ja doch hier gehen, aber da geht's nicht. Da geht's nur zum Verkaufen der Kanister. Hier nicht. Hier, Verarbeitungsdroide. Ich kann die nur verkaufen, ich kann die nicht eintauschen. Ach, ja doch, du kannst da was kaufen für die Kanister. Alles, was da links steht, braucht einen Kanister als Zahlungsmittel. Ja, gut, und das brauche ich alles nicht. Gut, hat sich erledigt. Hab's jetzt verkauft. 1000 Credits, naja. Ich habe ja eh keine Festung, von daher. Ich hab doch keine. Mein Schädel, Alter. Nee, das ist nicht mehr lustig. Ich denke mal, ich werde heute nur 2 Stunden streamen, dann mache ich alles aus. Ich muss mal alles holen. Ja, hast du da Samstag oder Sonntag, Freitag oder Samstagabend schon verplant? Nö, nur Donnerstag würde ich gerne einen Film schauen. Boah, nö, darfst du nicht. Warum denn? Nee, einfach so just for fun einen Uno-Stream machen oder einen Monopoly-Stream. Ja, klar. Da müssten wir mal aber auf dem Discord einen Aufruf machen, wer Bock hat, da mitzumachen. Ich glaube, bis zu 8 Leute gehen theoretisch. Bei was? Theoretisch. Bei beidem. Ich habe mir erlaubt, nee, Uno sind nur 4, ja. Monopoly sind 8. Entschuldigung. Das ist eines meiner wichtigsten Ziele. Und das müssten die Leute ja halt auch besitzen. Also wir möchten mindestens 3 Mann sein. Und ich, da würde ich aber auch nicht so früh anfangen zu streamen, da würde ich erst 18 Uhr oder so anfangen. Ich denke mal, 18 Uhr wäre für jeden irgendwie die perfekte Zeit. Meister Braga, euer Padawan und der republikanische Stützpunkt sind in Sicherheit. Die Imperialen haben angegriffen, aber ich konnte sie in die Flucht schlagen. Saya stellt sich dem Rat der Jedi. Er hat gestanden, Kriegsverbrechen gegen imperiale Gefangene begangen zu haben. Das kann ich nicht glauben. Seid versichert, dass Meisterin Satil ihn persönlich befragen wird. Ich verlasse mich darauf, dass ihr entsprechend diskret sein werdet, bis die Angelegenheit vollständig untersucht worden ist. Der persönliche Vollstrecker des Imperators hat euren Padawan gejagt. Er schien allerdings mehr an mir interessiert zu sein. Ich habe ihn mit leeren Händen fortgeschickt, aber er sagte, wir würden uns wieder begegnen. Was wisst ihr über diesen Zorn des Imperators? Der Rat hat von diesem Titel gehört, aber sonst nicht viel. Ich denke, sein Interesse an euch hängt mit dem Darth Angral-Vorfall zusammen. Unser Stoßtrupp verfolgt ein neues Ziel auf dem Eisplaneten Hoth. Wir haben es dort mit Piraten und Imperialen zu tun. Wir brauchen eure Hilfe. Reist nach Hoth und kontaktiert Jedi-Ritter Lea Nares. Sie wird euch alles weitere erklären. Möge die Macht mit euch sein. Meister Braga, Ende. Das findet echt kein Ende. Kira will reden. Übrigens, diese Bande auf Nar Shaddaa, die ich ausgeschaltet habe, die Ur-Kossaks, sie wollten mich von den Flüchtlingen abwerben. Ja. Mit ihnen wäre ich besser dran, meinten sie. Sie hatten Credits, Nahrung, ein nettes kleines Clubhaus. Für all das hätte ich nur einen Verbrecherrivalen ausschalten müssen. Wenn ihr euch dieser Bande angeschlossen hättet, wären wir wahrscheinlich nicht hier. Trotzdem war das die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte jahrelang in einer Frachtkiste gelebt und mich von den Essensresten der Promenade ernährt.
Ich verfüge über die Macht und meine Sith-Ausbildung. Ich hätte diese Bande anführen können, wenn ich nur gewollt hätte. Stattdessen habe ich das Richtige getan. Meistens. Gewalt ist falsch, so viel ist klar. Aber meine Freunde sind in Sicherheit, weil andere Banden Angst davor haben, so zu enden wie die Ur-Korsaks. Ironie des Schicksals. Ihr habt Leute beschützt, die euch wichtig waren. Das ist etwas Gutes. Nett, dass ihr das sagt. Ich weiß immer noch nicht, ob das, was ich auf Nar Shaddaa getan habe, richtig oder falsch war. Aber es war notwendig. Oh, nochmal reden. Na, aber immer doch. Ich habe in letzter Zeit ein paar Nachforschungen angestellt. Unglaublich, was in den Jedi-Archiven so vor sich hinschlummert. Ich bin noch auf der Suche nach den genauen Einzelheiten, aber hört euch das an. Unter gewissen Voraussetzungen kann der Rat Jedi das Recht gewähren, sich zu binden. Natürlich nur unter Aufsicht. Wahrscheinlich braucht man dafür eine Sondergenehmigung, aber trotzdem. Klingt interessant. Gibt es euch denn nicht einen kleinen Kick, etwas hinter dem Rücken des Rats zu tun? Logisch, aber ich mache mir Sorgen, dass das meinen perfekten Ruf trüben könnte. Wir wären nicht die Ersten, wisst ihr? Ich habe sogar Aufzeichnungen von Jedi gefunden, die geheiratet und Kinder bekommen haben. Nicht, dass ihr meint, ich würde... Ihr wisst schon, mir gefällt es so, wie es ist. Wenn es eine Möglichkeit gibt, genauso glücklich wie normale Leute zu sein, würdet ihr es nicht versuchen wollen? Ich habe nie gesagt, dass ich etwas gegen Veränderungen habe. Mir fallen die Augen zu. Ich habe zu viel gelesen. Muss mich ausruhen. Trefft mich in meinem Quartier. Eigentlich macht diese Heimlichtuerei sogar irgendwie Spaß. Wie du jedes Mal schaffst, mit der zu flirten? Ich gehe gerade mit der ins Bett. Irgendwie habe ich gerade Lust, mehr über die Sondergenehmigung des Rats herauszufinden. Ich gebe euch Bescheid, wenn es soweit ist, Großer. Oh, geil. Oh, ist das geil. Oh, nee, der Doc will auch noch reden. Nö. Wieso wollen die alle mit dir reden? Keine Ahnung. Ich muss gerade überlegen, wo habe ich den hingeschmissen? Irgendwo unten beim Motor war das doch. Und du hast den da hingeschmissen, der ist ja selbstständig. Ich hab's schon verbannt. Das ist wirklich ein gemütliches Raumschiff. Ich habe im Outer Rim nie so etwas Bequemes gesehen. Die Leute dort benutzen Steine als Kissen. Und medizinische Versorgung? Oh. Vergesst es. Colto könnte genauso gut ein Mythos sein. Die Arbeit als Arzt außerhalb vom Kern ist echt hart. Es ist immer schwer, Kranke und Verwundete zu heilen. Ganz egal, wo man ist. Dann versucht mal, ohne Betäubungsmittel zu operieren. Und es wird noch schwieriger, wenn auch der Patient keins bekommt. Ich hätte nach Hause gehen, einen sicheren Job als Arzt annehmen und vor Langeweile sterben können. Aber ich bin ein Mann der Tat. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute mich schon umbringen wollten, weil ihre Planeten dank mir jetzt eine ordentliche medizinische Versorgung haben? Ihr hattet wohl eine Menge unzufriedener Kunden. Alle meine Patienten lieben mich. Sogar die, die es nicht schaffen. Die Grenzwelten sind voller Piraten, Schurken und Steuereintreiber. Aber mit dem alten Doc können sie es alle nicht aufnehmen. Nicht jeder braucht ein Laserschwert und Geistestricks, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Ich brauche sie auch nicht, aber es macht die Sache einfacher. Ich verlasse mich lieber auf meinen überlegenen Intellekt und natürlichen Charme. Das funktioniert immer. An eurer Stelle würde ich das Schiff lieber nicht ohne mich verlassen. Och, der will noch mehr quatschen, ne? Gebt mir die Holofrequenz des Hohen Rats der Jedi. Der alte Doc muss sich mal mit euren Bossen unterhalten. Dieser Kodex, dem ihr da folgt, schnürt euch ja regelrecht die Luft ab. Das ist doch nicht gesund. Aus meiner Berufserfahrung wird die Wahrscheinlichkeit, der dunklen Seite zu verfallen, durch regelmäßige Dosen an Lebensfreude drastisch reduziert. Wie genau soll ich mich vor der dunklen Seite bewahren, wenn ich mich Genüssen hingebe? Es ist, als würde man über längere Zeit winzige Dosen Gift einnehmen. Irgendwann wird man dagegen immun. Aber zum Glück bin ich ja da, damit hier was passiert. Ohne mich würde es auf diesem Schiff viel zu ernst zugehen. Ich glaube, der hat das von mir und Kira mitbekommen.
Oh, der C2 steht immer noch dort in der Ecke. Das ist so gruselig. So, auf nach Hoff. 1000 Credits! Die muss Darko mir wiedergeben. Muss die doch selbst zahlen. Pass auf, jetzt sind wir dort, quatschen, irgendwann können wir wieder abhauen. Ich weiß nicht, ich hab glaube ich die... Hier spricht ihr die Ritter Lia Nares. Bitte identifiziert euch. Ich glaube, die Quest noch nicht gemacht. Meister Tol Braga schickt mich, um euch zu helfen. Ich habe bereits von eurem Erfolg auf Balmorra erfahren. Gut, dass ihr hier seid. Als ob Hoth nicht schon an sich feindlich genug wäre, muss ich mich auch noch mit dem Imperium und Piraten vom Weißen Schlund herumschlagen. Ich bekomme hier ziemlich viele Störungen. Was ist los? Die Atmosphäre des Planeten richtet auf allen Komfrequenzen Chaos an. Wir können froh sein, überhaupt ein Signal zu haben. Hoth ist einer der größten Raumschifffriedhöfe der Galaxis. Während des Krieges gab es eine riesige Schlacht im Orbit. Dutzende Schiffe stürzten auf die Oberfläche. Durch die klirrende Kälte sind sie noch immer gut erhalten. Manche sind noch fast intakt. Ich vermute, der Weiße Schlund ist hier, um die Wracks auszuplündern. Es sind auch imperiale Schiffe vor Ort. Das Imperium will nicht, dass wir oder die Piraten sie erreichen. Eines der abgestürzten Schiffe enthält einen kompletten technischen Datensatz über die Festung des Imperators. Eine Karte vom Haus des bösen Buben. Nicht schlecht. Einer der besten Wissenschaftler des Imperiums während des Krieges hat die Verteidigungsmaßnahmen der Festung verbessert. Er war der einzige Nicht-Sith, der das Innere je gesehen hat. Die technischen Daten gingen verloren, als der Wissenschaftler hier abstürzte. Das Wrack seines Schiffs wurde nie gefunden. Wir graben doch nicht einfach im Schnee und hoffen auf das Beste, oder? Nein, eure Aufgabe ist es, den Weg frei zu machen, sobald ich weiß, wohin wir gehen. Ohne diese technischen Daten ist die Infiltration der Festung des Imperators nicht möglich. Wir dürfen nicht scheitern. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptstützpunkt der Republik. Nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft mich dort. Lia Nares Ende. Warum kann ich nicht einfach mit meinem Raumschiff auf dem Planeten landen, so wie es in jedem Star Wars Film, in jeder Star Wars Serie üblich ist? Nein, ich muss immer in so einer Orbit-Kacke landen und dann mit einem anderen Schiff landen. Boah, das fuckt aber ab. Oh, das ist... Nee. Mich fuckt ab, dass wir da auch wieder eine lila Quest haben. Wahrscheinlich. Die haben wir doch auf jedem Planeten. Ich hab die jedenfalls auf Hoff noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich war ja noch nicht da. Doch, du warst da. Ich war da. Ja, dann aber wegen Nebenaufgaben. Questtechnisch habe ich da ja noch gar nichts gemacht. Das war die Nashadar-Quest, genau, die ich dort gemacht habe. Mit dem Boss. Ja. Ja, alles andere habe ich ja links liegen lassen. Also nochmal mehr lila Quest. Ich sag mal so, solange das eine ist, geht das in Ordnung. Und nicht so wie auf beim Ohr. Darko, nächste Woche ist sowieso erstmal wieder Ruhe vor Star Wars. Das sind meine Kinder da. Aber wirklich, warum muss ich jedes Mal auf so einer Orbitstation landen, mit einem anderen Raumschiff fliegen, wenn in jedem Film, in jedem Spiel, in jeder Serie, die mit ihrem Raumschiff auf dem Planeten landen? Warum geht das nicht in dem Spiel? In jedem Film und in jeder Serie, die spielt ja weit danach. Vielleicht gab es damals noch diese Regelung, dass nur bestimmte Fähren das betreten. Oh, ich sehe dort schon was. Aber ich habe die schon angenommen. Handlungsbogen, Hoff. Machen? Nicht machen? Machen, oder? Nö. Ich war nur die Klassenkacke. Nee. Bringt doch alles nichts mehr. Nö. So, triff dich mit Lea. Wow. Nichts mit Treffen. Tut mir leid, dass ich euch nicht treffen konnte.
Wir müssen uns gegen eine groß angelegte imperiale Invasion wehren. Sie haben uns überrascht. Wie ist eure Position? Ich komme zu euch. Ich verteidige einen Frontaußenposten, aber unser Unterstützungsteam sitzt ganz in der Nähe von euch in der Falle. Ich übermittle gerade die Koordinaten. Es handelt sich um eine Einheit der 301. Infanterie, die von Sergeant Rask angeführt wird. Sein Trupp wird von imperialen Suchdroiden überrannt. Ich finde eure Freunde. Ein paar Suchdroiden sollten keine große Bedrohung darstellen. Diese Droiden sind darauf programmiert, auf ihre Ziele zuzustürmen und dann in der Nähe zu explodieren. Cool. Eins muss man den Imperialen lassen. Wenn es ums Töten geht, sind sie wirklich innovativ. Sergeant Rask hat äußerst wichtige Informationen für uns. Ich zähle auf euch, dass ihr ihn und seine Männer rettet. Möge die Macht mit euch sein. Ich brauche die Macht nicht. Ich brauche nur mein Lichtschwert. Was gibt's denn hier für Händler? Jedi-Ritter, der wird mir immer noch angezeigt. Der Gebrauch des Lichtschwerts. Ich kann nichts mehr kaufen dort. Kunst und Wissenschaft zugleich. Modifikation 34. Wir sind auf 71 runtergestuft, okay. Aber doch mit Abo-Händler? Sowas gibt's hier? Reittierhändler! Ich freue mich immer über Kundschaft. Tauntauns. Kann ich euch behilflich sein? Ach nee. Ach du Scheiße. Ein so ein Ding kostet 100.000. Ich bräuchte 20 Zähmungsdaten davon. 2 Millionen. Seht euch ruhig um. Ich hole mir einen Tauntaun-Köder. Kann man da die nicht irgendwie so... Er hat eine Chance, einen beschützenden Tauntaun hervorzulocken, wenn er in ein Kitz in einem Tauntaun-Nest verfüttert wird. Verteidige das Nest und Zähmungsdaten zusammen. Oh je. Seht euch ruhig um. Was habe ich hier für eine Kiste? Ruhmdepot, Gegenstand 75. Öffnen. Schadtech Armschützer. Das ist doch ein Witz. Warte mal. Beanspruchen. Der hat zwei Modifiers drin, aber schlechter. Nee. So, ich muss ein Tauntaun-Nest finden, Darko. Nö, ich mach absolut nur die Hauptquest und bin hier weg. So ein neues Reittier ist doch geil. Das Teil ist nicht schneller als ein Flitzer, außerdem ist auf mechanische Fahrzeuge mehr Verlass. Nee. Auch weil du das andere Tier auch noch füttern musst. Nee, nur zum Zähmen. Ja, ich meine in echt. Müsstest du das Scheißding auch noch füttern? Echt? Also Episode 5 sagt mir was anderes. Da werden sie nicht gefüttert. Da werden sie zum Wärmen genutzt. Werden sie off-cam gefüttert. Da wird schnipp, schnapp, Bauch aufgemacht. Als Notlösung. Rette Sergeant Rask und seine Männer. Warum Männer und nicht Frauen? Das ist sehr sexistisch. Das Spiel hat schon dazugelernt. Ich weiß, dass es in den alten Versionen gar keine Frauen in höheren Positionen und Sprech und so weiter gab. Es ist trotzdem sexistisch. Da müsste Männer/Frauen stehen. Oh, hör mir jetzt auf mit dieser scheiß Gender-Debatte. Boah, nee, damit brauchst du bei mir Uni ankommen. Ich finde das absurd. Manche Wörter klingen halt einfach nur männlich. Fertig. Warte mal, wie fahre ich denn jetzt hier durch, ohne zu kämpfen? Bist du schon drin, ne? Komme ich hier lang, ohne zu kämpfen? Doch, müsste gehen. Warte mal, oh, fahr...
Ich fahr falsch. Ja, ich hätte da unten lang müssen. Na, fahren wir jetzt da lang. Das überlebe ich nicht. Wir sind hier nicht erlaubt. Okay, Kira, das sind Lobob-Gegner. Schaden. So. Ach, wie die zu mir aufschaut. Ja, so gehört sich das. Lianaris schickt mich. Anscheinend komme ich gerade rechtzeitig. Keine Sorge, Jedi. Ich hätte diese Stellung noch ewig halten können. Sergeant Fidel Tinrask, 301. Infanterie. Mein Trupp steht euch zu Diensten. Es gibt keinen Trupp mehr. Außer uns ist keiner mehr übrig. Wir sind so lange ein Trupp, bis ich etwas anderes sage, Private. Und jetzt steht auf. Dieser Mann braucht einen Kolto-Tank. Ihr seid ein Ein-Mann-Trupp, Sergeant. Er kann ein Gewehr halten. Das reicht, um die Mission zu erfüllen. Es war unser Ziel, die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs zu sichern. Ziel erreicht. Dabei sind uns imperiale Angreifer gefolgt. Eigene Verluste 66,4%. Gegnerische Verluste 100%. Moment! Ich erfasse draußen eine neue Welle von Suchtdroiden. Sie kommen hierher! Ich werde mich mit dem Sergeant darum kümmern. Haltet den Kopf unten. Niemand lehnt sich hier zurück. Wenn ihr ein Ziel seht, schießt. Jawohl, Sir. Da kommen sie! Hallo? Ich hab dich doch angesiedelt. Okay, Kira. Was hast du jetzt gemacht? Die sind alle weggeflogen. Das will ich auch können. Feindliche Verluste 100%. Ihr könnt jetzt rauskommen, Private. Ja, Sir. Danke, Sir. Dankt diesem Jedi-Soldat. Er hat eure Arbeit gemacht. Sergeant, evakuiert den Mann in eine medizinische Einrichtung. Hier sind die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs. Lianaris möchte sie sehen. Ich kehre zur Basis zurück und baue meinen Trupp wieder auf. Wir treffen euch so bald wie möglich bei ihren Koordinaten. Bleibt wachsam da draußen. Okay, so wie sich das anhört, sind wir hier noch öfters. Also noch eine längere Zeit. Hier ist General Kellen Grain vom republikanischen Oberkommando. Ich bin gerade im Orbit über Hoth angekommen. Da unten herrscht ein ziemliches Chaos. Wie es heißt, habt ihr einige Männer von der 301. Infanterie für eure geheime Mission abkommandiert. Die imperiale Offensive hat uns in schlechter Verfassung zurückgelassen. Wir haben euch einen Gefallen getan, jetzt benötigen wir einen. Hä? Was für einen Gefallen haben die mir getan? Ich denke nur daran. Ja, ist das so? Was haben die mir für einen Gefallen getan? Ich hab doch gerade den Idioten gerettet! Nein, für den Angriff auf den Imperator soll ich die ja unterstützen da.
Naja, aber die imperiale Offensive hat uns in schlechter Verfassung zurückgelassen. Wir haben euch einen Gefallen getan. Jetzt benötigen wir einen. Ja, dann haben wir uns scheinbar noch irgendwo anders mal geholfen, was weiß ich. Die Jedi sind stets gewillt und bereit, euch zu unterstützen. Scout-Teams haben mehrere imperiale Waffenplattformen entdeckt, die in den Eisfeldern in der Nähe unserer Basis errichtet werden. Abgesehen von dem Meister höchstpersönlich. Wenn der Feind so nah Artillerie aufstellt, kann er unsere Fähren abschießen. Ihr müsst diese Waffenplattform zerstören. Sofort. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wo muss ich hin? Ihr erhaltet soeben die Koordinaten der imperialen Waffenplattformen. Viel Glück. General Crane, Ende. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will ins Bett und mich ausruhen. Oh Gott. So müde. Der Kopf bringt mich eher um als die Müdigkeit. Oh, du steckst an. Ich weiß, und alle, die zugucken, gehen jetzt auch. Störe Delta, Beta, Alpha. Warum nicht noch Gamma und Omega? Weil die im Alphabet weiter hinten sind. Oh, jetzt bin ich auch noch da hoch. Och komm, ey, das nächste Mal. Nö, das nächste Mal mach ich keinen Gefallen mehr. Nö. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Hi, Darko. Ich muss die Uhr zerstören. Warum machst du es nicht? Weil das noch nicht respawned ist. Achso, oh. Oh, Entschuldigung. Ja, alles gut, du musst die Mission ja auch machen. Ja gut, das war aber bei mir der letzte. Oh, Kira hat ihn umgebracht, ich kann looten. Oder ich war das und du konntest trotzdem looten. Nee, das geht nicht, weil wir nicht in der Gruppe sind, also in einem Team. Du überspringst doch mal die ganzen Dialoge. Nö. Doch. Hast du sogar schon selber mal gesagt, dass du die überspringst? Ja, klar, aber nicht seitdem ich hier auf dem Planeten bin. Weil so langsam wird's spannend. Also überspringst du es erst recht. Ne, du warst einfach abgelenkt von deinem komischen Reiterzug. Das finde ich bestimmt noch so ein Nest. Die Macht ist mit mir. Ja, ich hoffe, ich bin gut. Und wenn, dann suche ich das mal offscreen einen Tag. Einfach so just for fun. Ja, zum Beispiel. Wenn ich auch. Das kann ich nicht anklicken, wow. Die letzten Datacrons sammeln, wenn ich. Ne, die dürfte ich noch gar nicht alle haben. Nein, nee. Bist du noch zum Weltboss gefahren? Ich sehe aber mehrere lila neue Punkte. Ja, gut. Kira, du machst, ich renn schon mal voraus. Naja, ich mach nicht mehr lange, Darko, also noch 14 ja. Minuten und dann sind meine Zwischenrufe rum. Ich muss ja heute aufhören. Der Kopf bringt mich heute um.
Ui. Ich habe auch keinen Tee da, den ich mir mal reinzwitschern könnte oder so, außer Magen-Darm-Tee. Und der bringt's ja nicht. Ja, und so ein Weihnachtstee habe ich. Unsere Scouts berichten, dass die imperialen Artillerietrupps sich zurückziehen. Gute Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass ich euch noch brauchen werde, bevor das hier vorbei ist. Ich hoffe, ihr bleibt in der Nähe. Meine Mission könnte mich überall hinführen, General. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Verstanden. Wir bleiben in Kontakt. General Grain, Ende. Na, natürlich sind die genau mitten im Gespräch respawnen. Kira, kriegst du es alleine hin? Ah, anscheinend schon. Und ich muss. Wo muss ich denn jetzt hin, bitteschön? So, wer wollte ja noch mit mir quatschen? Von Lea ist cool. Naja, im Deutschen würdest du einfach nur L-E-A schreiben. Ja. Oh. Den Nachnamen rückwärts ausgesprochen hört sich aber auch geil an. Seran. Hier nicht rumgleiten. Was? Was ist das denn für eine lila Quest? Ja, meine ich ja. Major Vincent, ist aber keine Klassenquest, oder? Hab ich noch nicht geschaut, ich habe sie erstmal durchgequatscht. Dann mach das. Ich habe die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs. Wie ich höre, musste Sergeant Rusks Trupp bitter dafür bezahlen. Medi 1, bitte analysiere die Karten. Suche ein Profil, das zu einer imperialen Raumfähre der Pythar-Klasse passt. Die Medis freuen sich, euch zu treffen. Sie sind große Fans von euch. Hallo, meine kleinen Freunde. Oh, ihr habt euren eigenen Fanclub. Wie schön für euch. Seit ich die Medis gebaut habe, unterrichte ich sie in der Geschichte und Philosophie der Jedi. Und vielem mehr. Eines Tages werden die Medis beweisen, dass selbst Druiden die Macht nutzen können. Deswegen werde ich die nicht annehmen. Die Macht wird durch lebende Wesen erzeugt, nicht durch Maschinen. Und wie definiert ihr ein lebendes Wesen? Sind wir letztlich nicht alle eine Art Maschine? Immer wieder in der Geschichte gab es Droiden, die weit mehr erreichten, als durch ihre Vorgaben möglich war. Ich glaube, es hat mit der Macht zu tun. Droiden, die lange keine Speicherlöschung erfahren, entwickeln Persönlichkeiten. Könnten sie nicht auch mehr entwickeln? Das ist... Hm. Stimmt, wir könnten auch Maschinen sein, wir Menschen.
Ja, wir wissen nicht. Wir wissen auch nicht, ob das ja alles nur eine Simulation ist. Es fühlt sich halt nur für uns real an. Ja. Oder dass halt das, was für uns Blut ist, ist für halt, ich sag jetzt mal, höhere Wesen einfach nur das Maschinenöl. Was für uns die Sehnen sind, sind halt die Kabel. Ja. Ha. Das weiß halt keiner. Ha. Ich weiß nur, ich bin ein Gott. Ich glaube, ihr seid da auf einer heißen Spur, Lia. Ihr seid das erste Mitglied unseres Ordens, das ihr Potenzial erkennt. So, selbst Meister Braga ist skeptisch. Ich muss kurz eine kleine Pause machen. Bis gleich. Ja. Habt ihr etwas gefunden? Mal sehen. Das Imperium hat vor kurzem eine Absturzstelle entdeckt, die zum Schiff des Wissenschaftlers passt. Imperiale Truppen bergen das Wrack in einer nahegelegenen Eishöhle. Wir müssen schnell handeln. Und wir brauchen Verstärkung. Macht euch keine Sorgen. Verstärkung wäre mir nur im Weg. Wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Es könnte ein ganzes Bataillon von Imperialen in der Höhle sein. Ich kontaktiere Sergeant Rusk und informiere ihn über die Situation. Wir werden den Feind aus zwei Richtungen angreifen. Ich dringe bei diesen Koordinaten in die Höhle ein. Ihr geht durch diesen Eingang rein. Wir treffen uns in der Mitte. Keine Sorge, Medi 1. Die Macht ist mit uns. Wir treffen uns in der Höhle. Ja, dann treffen wir uns dort. Frage ist nur wann. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Komm, scheiß drauf, ich brauche den Platz. So. Seht euch ruhig um. Wo sind wir aktuell? Da oben. Boing. Oh, ich war jetzt noch zum Questeingang und dann werde ich den Stream beenden für heute, denn nee, die Kopfschmerzen bringen mich heute um. Heute geht's einfach nicht weiter. Fahre ich jetzt noch richtig? Ich hoffe es doch. Hier ist der Eingang, hier werde ich jetzt aber echt den Stream beenden, denn meine Kopfschmerzen, ganz ehrlich, nee, es geht nicht, ich muss aufhören. Rockstar, Dancer, Tiller, drop my love.